Luis Riis-Samed, er wagt den Sprung vom Rugby in die NFL. Was treibt so einen riesen Karrieresprung an? Warum macht er das? Und macht er das nur wegen dem Geld? Wie schwer wird es? Diese Fragen werden wir jetzt beantworten. Luis Riis-Samed trägt jetzt Shoulderpads und Helm, wahrscheinlich erstmal ungewohnt zum komplett ungeschützten Rugby. Er trainiert aktuell im International Player Pathway Program, das Programm für nicht-amerikanische Spieler, die es in die NFL schaffen wollen. Hier bereitet er sich auf den bevorstehenden Combine vor und da natürlich in dem Zuge auch auf den NFL Draft. Geboren am 2. Februar 2001, ist er jetzt 22 Jahre alt, wird er jetzt bald 23, ca. 1,91 groß, 90 Kilo schwer, auf jeden Fall schon mal gute Voraussetzungen. Er hat bereits 31 Länderspiele für Wales absolviert und konnte hier bereits ordentlich Leistung abrufen und zeigen. Ja, die Rugby-Welt ist ein bisschen schockiert und auch traurig, dass er diesen Wechsel macht. Also er war so ein aufstrebendes Talent und hier auch eine große Zukunft im Rugby. Aber jetzt die Entscheidung für die NFL gegen Rugby. Er hat selber gesagt, es ist so ein kleiner Traum von ihm und auch sein Dad sieht ihn da irgendwie mehr in der NFL. Also sein Dad schaut anscheinend gerne NFL, ist Football-Fan und er sieht ihn da eben. So eine Entscheidung ist nicht nur ein Karrierewechsel, sondern ein Riesensprung erstmal ins Unbekannte. Im Pathway Program wird er trainiert, macht er auch aktuell, aber er wechselt nicht nur einfach von einem Team ins andere, sondern er wechselt die komplette Sportart und ich würde sagen, Football ist nochmal eine Nummer komplexer als Rugby. Ja, nachdem er hier trainiert hat und dann sich vielleicht auch beim Combine bewiesen hat, kommt er in den NFL Draft. Wenn er hier nicht gedraftet wird, kommt er als Free Agent auf den Markt und hier kann eins der 32 Teams dann ihn aufnehmen. Kann er es schaffen? Ja, auf jeden Fall. Andere Spieler haben es vor ihm auch schon geschafft. Wird er es schaffen? Fraglich. Er muss schon sehr viel Arbeit reinstecken. Wie gesagt, er wechselt die komplette Sportart. Es ist was anderes eigentlich. Klar, die Spiele sind sich ähnlich, die zwei Sportarten, aber Football ist nochmal einfach was anderes. Er wird auch erstmal, wenn er in ein NFL-Team reinkommt, wird er natürlich im Practice Squad landen. Und von da aus wird er sich dann, denke ich, in den nächsten 2-3 Jahren hocharbeiten in den aktiven Roster. Macht er das Ganze für Geld? Vielleicht. Im Rugby kann man einfach nicht so viel verdienen. Ich habe nachgeguckt, das ist auch relativ schwierig rauszufinden, aber Rugby-Mannschaften haben den Salary Cap, also die Obergrenze, wie viel sie ausgeben dürfen pro Jahr für alle Spieler, liegt im Rugby bei 7 Millionen Pfund und im Football liegt das Ganze bei 225 Millionen Dollar. Also das ist nochmal ein Riesenunterschied und er kann hier natürlich in der NFL viel, viel mehr verdienen als im Rugby. Ja, jetzt schauen wir uns einfach mal kurz seine Highlights an, ein, zwei Stück. Da hat er ja auch schon ordentlich abgeliefert in seinen Länderspielen. Also, wo ist er denn? Ah, ihr kriegt hier den Pass. Ja, Beschleunigung ist erstmal gut. Also ja, hier zum Pick 6 auf läuft er gerade nicht schlecht. Ja, Beschleunigung ist da. Also er ist 22, er kann auch... Er hat auf jeden Fall Zeit zu lernen. Also, aber die Grundfähigkeit, also körperlich ist auf jeden Fall schon gut was da. Auch wie er den Ball kickt und dann relativ gut wieder fängt, ist natürlich, wenn er eine gute Hand-Augen-Koordination hat, ist es natürlich auch vom Vorteil. Also er läuft auch verdammt schnell. Ich glaube, ich habe gelesen, die 100 Meter in unter 11 Sekunden, so 10,4, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und wir werden, denke ich, mehr sehen, wenn dann der Combine stattfindet. Welche Position wird er spielen? Mit seinen Fähigkeiten ist es natürlich interessant. Und wir haben hier jetzt mal Offense gegen Defense. Und was für mich rausfällt, ist auf jeden Fall O-Line. Ich denke, nee, wird er nicht machen. Also er wird jetzt keine 20, 30 Kilo sich anfressen, nur damit er O-Line spielen kann.
da werden, denke ich, auch sein Speed und seine Beschleunigung einfach ein bisschen verschwendet. Deswegen sehe ich ihn hier erstmal nicht und auch auf D-Line sehe ich ihn nicht. Dann, wo ich auch nicht denke, dass er hinkommt, ist Linebacker und Cornerback. Ja, die Positionen sind einfach zu komplex und ich glaube nicht, dass er das in den Jahren, wo er dann vielleicht im Practice Squad ist und jetzt auch im Pathway Programm, glaube ich einfach nicht, dass er sowas, so eine komplexe Position lernen kann. Dementsprechend sehe ich ihn auch eher weniger auf Safety. Jetzt wird es interessant. Offense, Quarterback auf keinen Fall. Da fehlt ihm einfach viel zu viel. Also, nee. Da gibt es ja weitaus bessere, die in den Draft kommen. Also da, nee, Quarterback nicht. Ja, Fullback sehe ich ihn auch nicht. Jetzt wird es interessant. Ich sehe ihn auf jeden Fall auf Wide Receiver, auf Running Back und auf Tight End. Tight End auch eher so vielleicht, aber auf Receiver auf jeden Fall. Wideout und Slot Receiver, denke ich, kann er schon gut werden und einiges anstellen. Ich habe auch auf seine Videos gesehen, dass er gute Bälle fängt und auch ganz viel mit Ball arbeitet. Also ich denke, auf Running Back oder Wide Receiver wird es rauslaufen. Vielleicht auch Tight End. Wenn er nochmal eine ordentliche Schippe an Muskeln drauflegt, sehe ich ihn da auch, weil ja der Tight End nicht nur Routen läuft, sondern auch ordentlich Blockarbeit hat. Ja, mal schauen. Jetzt würde es mich natürlich interessieren, wo seht ihr so einen Spieler? Schaut euch einfach mal die Highlights an und dann schreibt in die Kommentare, wo seht ihr so einen Spieler? Denkt ihr, er kann sich in der NFL beweisen? Denkt ihr, er kriegt einen Platz im aktiven Roster? Klar wird es noch dauern, aber vielleicht sehen wir in 2, 3 Jahren was von ihm in der NFL, im Fernsehen, aktiv. Ja, was denkt ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie die Teams, die im Super Bowl stehen, da hingekommen sind, beziehungsweise wie die Conference Championship abgelaufen sind, dann gönnt euch das Video. Und wenn ihr noch ein paar wilde Fakten zum Super Bowl wissen wollt, dann gönnt euch auf jeden Fall das Video. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Ciao.